Was ist Jazz? Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist immer noch aus den Anfangszeiten. Ich glaube, das war mit der ersten Platte. Da haben wir für 10.000 verkaufte Einheiten den Jazz Award der Phono-Akademie bekommen und waren auch sehr glücklich darüber, natürlich auch über die 10.000 verkauften Einheiten. Als wir dann aber 100.000 Einheiten verkauft hatten, da kamen die Herren von der Phono-Akademie und wollten ihren Preis wiederhaben, weil was ich so viel verkauft, das kann ja nicht richtig Jazz sein. Und dann mussten wir den Preis leider wieder abtreten, was uns dann in dem Moment also wahrscheinlich auch ein bisschen egal war. Sehr, sehr lange her. Wir hatten gerade gemeinsam ein anderes Rap-Projekt, also eine kleine Benefit-Single gemacht. Und wir waren mit einer Albumproduktion und ich war gut im Fluss. Und ich fand das gut, weil das war damals noch recht unüblich, mit Live-Instrumenten viel zu arbeiten. Wir fingen mit der Band, mit dem Fanta selber gerade an, mit einer Live-Band auf der Bühne zu spielen. Wir haben, glaube ich, 99 erst mit Discjammer, Funk and Soul Band zusammengespielt. Und bis dahin wurde halt viel im Soul- und Jazz-Bereich gesampled. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Idee. Das war schon, das hat mir gereicht, mich zu gewinnen. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Und nicht eine falsche Maske, die ich aufhabe. Also es war geil, wir haben Pickup, eine Version von Pickup the Pieces gespielt auf Smudo schweift aus. Und das ist ja ein Bläserkracher. Und das war zum ersten Mal, dass mir so die Horns so richtig in den Arsch getreten hatten auf der Bühne. Das war fett. Das war echt toll. Also hat großen Spaß gemacht. Hat mir auch viel Know-how mitgegeben, überhaupt immer mit einer Band, mit Einzelinstrumenten, die man sie auch einsetzen kann, wie das mit Rap funktioniert, mit Hip-Hop-Elementen, die sicher auch für weiteres Arbeiten innerhalb meines Kreises, ich fand das bestimmt wirklich von Nutzen. Respekt war natürlich damals im Lichte geschrieben des Grabenkrieges im deutschen Hip-Hop. Ich würde mal aus heutiger Sicht sagen, eine ganz normale Pubertät war das, weil wir sind mit den Fans natürlich sehr populär geworden und es gab eine, ich nenne es jetzt mal genauso platt, wie es auch zur Diskussion passt, nur recht eine populäre Party-Fraktion. Und dann natürlich diejenigen, die gesagt haben, wir machen aber Hip-Hop mit einem ganz anderen Anspruch und wir sind nicht einverstanden mit diesem Anspruch. Und außerdem wollen wir auch klar machen, dass es neben den für alle bekannten Chart-deutschen Hip-Hop noch eine andere Variante gibt. Da gab es dann so Findungsprozesse, die haben sich, ich sag mal ganz grob, von 93 bis 2000 hingezogen. Und in dieser Zeit habe ich dann diesen Text Respekt geschrieben. Okay, ich bin Puff Baba Hip-Hop Action Number One. Ich bin Signor Rossi und wir sagen alle beide, herzlichen Glückwunsch, Sens Cantinas, zu deinem Geburtstag. Also mit einer Big Band zu arbeiten, oder speziell mit der NDR Big Band zu arbeiten, das ist immer toll zu sehen für mich, der aus einem berauchten, hey, wir probieren was aus, Studio-Produktionsumfeld kommt, in ein professionelles Songerzeugnis-Orchester einzutreten, weil das sind natürlich viel mehr Leute, allein hier muss kommunikativ ganz anders gearbeitet werden, mit einem ganz anderen mit einer ganz anderen Disziplin und auch die Qualität ist erstaunlich. Etwas, was aus einer Jam heraus entsteht, irgendwann am Ende zu so einem gefassten Song wird, 10, 5 Leute setzen sich hin, nageln das gleich mal. Das ist immer wieder toll anzugucken. Als das damals losging, vor 20 Jahren, war ich eigentlich schon darauf eingestellt, Amateurmusiker zu sein und mich auch damit wohlzufühlen. Aber dann entwickelten sich die Sachen dann doch so geil bei uns, dass wir auf Tour gegangen sind. Und ich kann mich erinnern, wie ich manchmal auf Tour da gesessen habe, während halt die ganzen Bühnen aufbauten und alles passiert und ich einfach bloß mir das angeguckt habe und gedacht habe, nein, wie geil, was für ein Genuss. Und hab dann auch immer wieder auf der Bühne beim Spielen so richtige Gänsehautmomente gehabt, wo dann Magic Moments passiert sind, die ich mir einfach nicht hätte träumen lassen. Großer Genuss, tolle Zeit gewesen, ganz klar. Ich finde es eine ganz interessante Sache, wenn zwei sozusagen komplette Bands aufeinandertreffen, wobei wir natürlich von unserer Seite jetzt eher die Bläserfraktion liefern. Und aber eben, wenn man mit so einer großen Bläserfraktion auch auf eine Musik drauf geht, die eigentlich nicht dafür gemacht ist und dann einfach einen Weg findet, diese beiden Welten zusammenzubringen. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte.
Die Jazzkantine war eigentlich nie als Band geplant. Es war vielmehr ein Projekt, eine CD-Compilation mit dem Ziel, deutsche Rapper und Hip-Hopper zusammenzubringen. Erst später fragte dann die Plattenfirma, ob denn das auch live ging. Das ging dann sehr gut und sind wir auf die Reise gegangen, irgendwo zwischen Jazz, Funk, Soul und Hip-Hop und hatten diese Freiheit, Besetzungen zu wechseln. Man konnte sich in seinem Solo-Projekt mal wieder austoben. Aber auch stilistisch war alles erlaubt und das hat uns sehr viel Spielfreude auch auf der Bühne verpasst und, glaube ich, dazu beigetragen, dass wir seit 20 Jahren jetzt eben schon unterwegs sind. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen so weiter und mal schauen, wo die Reise so hingeht.